Oh yeah. Damit willkommen zurück zu Final Fantasy 15 Episode Arden. Weiter geht es. Wir haben jetzt noch ein paar Türme vor uns. Dann beginnen wir uns mal einfach zum nächsten, würde ich sagen. Buja! Ich hab ihn in der Falle! Ich schon wieder. Ich denke, ihr sollt mich festnehmen. Einfach nur lächerlich. Ich dachte, ihr sollt mich festnehmen. Ja. Ich glaube, sie versuchen es auch, aber Arden ist der ganzen Sachen mehr als gewachsen, aber krass, dieser Sprung. Am Anfang konnten wir halt gar nichts und jetzt sind wir halt ein motherfucking Badass. Den habe ich jetzt nicht absorbiert, aber macht nichts. Die sind nicht auch gerade erpicht darauf, dass ich das Dinger hier nicht zerstöre. Denen scheint das eben egal zu sein. Oh, lass die mal machen. Dieser Ort wird durch den Pakt mit den Königen von Luzis von uns Wächtern geschützt. Ja, dann komm mal. Bitte, enttäusch mich nicht. Ifrit. Oh ja. Verfolger reicht's nicht. Boom! Critical Hit. Oh yeah. Wächter des Walds vernichtet. Perfekt. Okay. Sektor B haben wir jetzt unterworfen. 2 von 7. Das ist ein Laut auf meinen Ohren. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Immer weiter so. Mehrere Verstärker sind bereit. Das ist der Ingame-Sound. Also nee, Ingame-Sound läuft noch. Ach schon. Zu den okay, sieht so aus, als ob die jetzt mehr Leute schicken. Es ist hier nämlich auch ein Item erschienen auf der Map. Da oben? Soll denn das Item sein? Ich würde eigentlich da hoch mir das Item holen.
das ist hier. Na also. Geht doch. Hier ist noch eins. Gegenüber. Hier. Kraftex. Okay, die meisten Pfeile zeigen nach unten, was die Items angeht. Das heißt also, ich muss einmal runter. Ist halt so krass, dieser massive Overkill, wenn der Gegner nur noch wenig Lebensenergie hat und Aden ihn direkt halt platt machen kann. Ich finde seine Laufanimation auch echt toll, so schlendern, ja, schöner Tag heute in Luzis. Das kann man auch noch zerstören. Einfach mal ein freier FP-Loot, wenn die Gegner auftauchen. 34 Punkte, damit kann ich meine HP und MP auf Max bringen. Was haben wir noch? 18 Punkte, das hier. Mutationsangriff plus. Was ist das schon? Mischa! Kamera ist gerade nicht mein bester Freund. Hier soll auch noch irgendwo ein Item sein. Hier wahrscheinlich. Ja, ja. Ich muss rein theoretisch die Items nicht einsammeln. Ich mach's einfach mal, falls ich sie brauche. Weil ich weiß nicht, was mich noch erwartet im Spiel und... Dann habe ich lieber ein paar Items mehr und kann mir mit dem Geld neue Hüte kaufen. Aesthetic Arden, würde ich mal sagen. Dieser Bauhelm, das ist einfach so geil. Ich muss schnell zur Baustelle! Was ist mit dem Himmel denn los? Ist es dunkel geworden? Da ist noch ein Automat zum Sachen kaufen. Da ist der nächste Speicherpunkt. Da würde ich gerne als nächstes hin, da ist der Hutladen. Es heißt zwar, dass er die Leute in sicher verwandelt, aber sie werden eigentlich nicht zu sicher, sondern sie lösen sich auf. Also, weil sicher sind ja für mich Monster. Und das sind die Gegner ja nicht, die sind einfach halt weg. Hat einfach keine Chance haben. Keine Herausforderung. Okay, hier gibt's noch drei Items, die sind weiter unten. Ich finde dieses Lied einfach nur total geil. Es passt halt irgendwie zu Aden, aber auch irgendwie wirkt so ein bisschen fehl am Platz. Okay. Guck mal, hier haben sie auch Werbung. Oh Gott. Aber es ist halt doof, dass nur immer die ganze Zeit dieses eine Lied gespielt wird. So ein anderes Lied zur Abwechslung wäre eigentlich mal ganz nett.
Okay, nach rechts, da kann ich speichern. Weiter oben ist es. Pause! Ich weiß, wir haben ja erst gerade angefangen. Aber, wie gesagt, das Spiel ist sehr anfällig für Abstürze, deswegen. Lieber öfters speichern statt einmal zu wenig. Angriff! Los, halte ihn auf! Hier so langsam. Hier bin ich! Diese Kombo, den Gegner in die Luft zu schleudern und dann quasi ihn zum Sicher zu machen. Das ist eine Kombo, die mir gefällt. Hier ist jetzt ein Item da. Okay, hier ist ein Hutladen noch. Der ist irgendwo da oben. Ich guck gleich mal. Was hat das da eigentlich mit den Punkten auf sich? Ich meine, wird das am Ende irgendwie wichtig? Der Hutladen ist da oben. Vielleicht gibt es ja ein Achievement, wenn man alle Hüte kauft. Ich weiß es nicht. Hat er noch andere im Angebot? Nein, sind alle. Oh. Ich weiß auch nicht, ob diese Gegenstände wieder spawnen, wenn man die zerstört. Kann ich jetzt per se nicht sagen, ob das so funktioniert. Hier ist auch noch ein Item da. Arlen hat sichtlich Spaß damit, böse zu sein, und mir gefällt das. Endlich 10.000 Punkte gibt eine Statue. Okay, wo ist denn der nächste? Das wäre wohl dieser hier in der Richtung. Da so 200. Dann gucke ich mal, dass wir in dieser Folge auf jeden Fall die Türme erstmal finishen. Und es geht ja dann eh noch weiter, denke ich mal. Deswegen halte ich mich nicht zu lange damit auf, irgendwelche Items hier einzusammeln. Wie schade. Beide. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 26. Das ist der letzte Skill für Ifrit. Konter MP-Heilung. Nach erfolgreicher Parade wird MP wiederhergestellt. Jo. Phantomaufstieg. Drücke nach einer Kombo von 100 oder mehr. LT und RT, um alle Gegner in der Umgebung zu vernichten. Du brauchst nämlich MP, um einen Spektralbutton zu füllen. Ja, komm, nehmen wir mal. Ja, billiger Tant. Billiger Tant. So, da wären wir schon. Mach's kaputt. Ein bisschen HP hat es noch. Ja.
So, den hatten wir schon mal. Das sind zwei. Drei. Kameras bisschen weird. Kann ich da nicht ausweichen? So, dann lassen wir Evrit uns mal ein bisschen unter die Arme greifen. Setzen wir mal Feuer ein. So, der andere auch. Bleibt nur noch einer. Kontrolle über Sektor F. Yeah. Da ist ein neues Symbol aufgetaucht. Der Karte. Seht ihr das hier? Was ist das? Achso, das ist. Ah, das ist Zelt. Ich dachte schon gerade, hä? Die meisten sind kaputt. Wie sieht es aus? Ziemlich gut. Möglicherweise lässt der Wald sich jetzt schon durch einen Angriff von außen zerstören. Wir beginnen mit der Offensive. Zieh dich zurück. Gern. Aber erst habe ich noch etwas zu erledigen. Ich gehe mal eben. Was? Das gehört nicht zum Plan. Ist doch egal. Lass mir halt meinen Spaß. Aber wir? Ihr macht einfach, was ihr machen wollt. Haltet für mich, dass wir die Pferde stellen. Okay? Wie ist die Lage? Okay. Weges töten. Zur Zitadelle begeben. Das wissen wir nicht. Doch er ist stark. Sehr stark. Und Ifrit folgt seinem Befehl. Majestät, haltet euch bereit. Aber ich glaube, ich will hier noch ein bisschen Gardisten töten und meine Skills auf Maximum bringen. Die anderen Türme. Ich meine, anscheinend müssen wir nicht alle machen, aber würde ich schon gerne. Yeah.
Warum ist er freigeschaltet? Gefallener Erlöser. Wie viele Fertigkeitspunkte habe ich denn? 38. Ja. Können wir hier diesen Skill noch kaufen? Für Ifrit. Ein bisschen brauche ich noch. War's das schon? Wie schade! Das war's schon, Arden, ja. Okay, es gibt noch hier einen Turm. Ich denke mal, wir machen jetzt alle. Und dann gehen wir in der nächsten Folge zum. Yep. Yeah. Zur Zitadelle. Ich hab nicht mal alle zerstört. Ach so. Die spawnen jetzt auch wieder drei Stück. Muss ich sie jetzt mit vier Stück aufnehmen? Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Und auch nur drei. Ne, es sind vier. Zehnmacher? Hä? Ich hab gar keine. So. So, jetzt setzen wir mal Höllenfeuer ein. Mal gucken. So, der nächste bitte. Arden ist schon fucking badass. Das ist echt heftig. Gegen vier Stück gerade. Keine Herausforderung für mich. Here. 46 Punkte habe ich jetzt. Ein Turmaufstieg. Achso, das war das. Okay. 64. Oh, dazu brauche ich noch ein paar Punkte. Erhalte nach erfolgreichen Mutationsangriffen Gegenstände von besiegten Gegnern. Hey. Schuran Dung mit Stummer auf der Feinde hochwirbelt. Hey. Nicht genug FP? Achso, 32. So. One more time. Gegen dich habe ich eben schon gekämpft. Ja.
uns deine Macht. Höllenfeuer. Das war's. Okay, bleibt nur noch ein Turm. Was, das schon? Nicht schade. What? Alles Kämpfen mit Adel macht so Bock. Und dann macht Ifrit noch mit, sonst kommt er zu kurz. Da kackst man schon mit dem Timing auf Y. Ich sollte da nochmal einen Heiltrank nehmen. Sicher ist sicher. So, er ist dran. So, das ist es, glaube ich, gleich gewesen. Noch ein Leibgardist, dann war's das, glaube ich. Also wollen noch mehr mit uns tanzen. Passt für mich. Okay. Jetzt waren es alle. Also noch ein Turm, dann haben wir es geschafft. Da drüben. Fertigkeit. Ach, wir steigen auch im Level auf, oder? Ne, wir sind Level 58. Wir waren aber 34, glaube ich, als wir gestartet sind, oder? Ich schwöre, ein Scharfschützengewehr für Distanzangriffe, Sniper-Modus. Konzentration verbraucht MP. Das ist ja lustig. Okay.
okay, das ist dieser Wirbelsturm. Okay, nice. Das ist jetzt quasi meine Attacke. Nicht auf B. Ist das alles, was das Luzische Heer zu bieten hat? Hey, coole Attacke, gefällt mir. Es ist aus. So, ein Wächter noch. Dieser Ort wurde gebaut mit dem Königin von Luzis und uns Wächter geschützt. Und hier ist keine Wissenschaft auf mir. Aber er bleibt halt stehen bei der Attacke. Ah, das war mit der kompletten MP-Verbrauch. Zeit für Frischkeit. Mehr viel. Das ist einfach mal so geil, dass wir einfach mal Ifrit rufen können. Da kommt noch mehr dazu. Das ist ja spannend. Eigentlich muss ich jetzt gegen alle drei kämpfen. Zeig uns deine Macht. Ja, er wäre besiegt. Okay, fertig. Ne, einen gibt's noch. Ein einziger hier. Okay. Also fast geschafft. FP 44. Dann kann ich den schon mal freischalten und dann fehlt's nur noch ein Busy und dann haben wir alle Skills. So, warte mal. Breche ich das denn ab? Bis bald! Yeah. Yeah.
Okay, das mit dem Snipergewehr ist ein bisschen weird. Aber... es ist nicht so weird, wie sie es eigentlich anfühlen sollte. Es ist nur komisch, damit zu zielen. Wer will denn aufs Maul? Ach, ihr. Zwei zum Preis von einem. Das Movement mit ihm ist einfach so cool. Macht aber so Laune. Kann sich halt nicht wehren. Das ist eigentlich voll frech. Ich hasse das, wenn das Gegner bei mir machen. Hat zwar keine FP dafür gekriegt, aber egal. Wie ich den letzten Skill jetzt nicht habe, ist es jetzt, denke ich mal, nicht so tragisch. Werde gleich eh nochmal speichern gehen vor dem Endkampf und dann. Beziehungsweise in den Kampf gegen Regis. Und falls ich dann Bock noch, falls ich dann doch noch Bock auf den Skill habe, dann lade ich den Spielstand einfach nochmal. Wächter des Walds erwacht. Eine räudige Barriere. So, der Final. Der Final Cut. So, wir haben alle Sektoren unter unsere Kontrolle gebracht. Wir haben Insomnia unterworfen. Sämtliche Verstärker wurden zerstört. Die feindlichen Truppen beginnen mit der Invasion. Ich rücke aus. Ich komme mit. Nein. Als König müsst ihr euch in Sicherheit begeben. Es ist meine Pflicht, für die Zukunft zu kämpfen. Und zwar bis der Kampf vorbei ist. Verstanden? Kämpfen wir für die Zukunft von Luxus. Genau, aber dieser Kampf wird in der nächsten Folge entschieden, denn wir sind hier erstmal am Ende angelangt. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und dann geht es in der nächsten Episode weiter mit Arden bei Final Fantasy XV, Episode Arden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.